David, mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Ich machte mir ja keine Sorgen, aber in dem Moment habe ich dann angefangen, mir Sorgen zu machen, weil warum würde ich mir das sonst schreiben? Dann habe ich dann im Internet nachgeschaut, auf den normalen Zeitungsseiten und gelesen, was los war. Noch ein bisschen mit ihr geschrieben und scheinbar war sie wirklich in einer der Metros sehr kurz, einige wenige Minuten bevor die Bombe in der Metro losgegangen ist, in genau derselben Station durchgefahren. Ich habe auch Angst, ins andere Extrem umzuschlagen, wie Frankreich es gemacht hat und monatelang Ausnahmezustand zu verhängen. Da wäre ich dagegen, die Bürgerrechte so einzuschränken. Ich bin aber auch dagegen, sich selbst einzuschränken aus Angst, ja, weil dann, man kann die Freiheit auch nicht verteidigen, indem man sie einfach abschafft oder darauf verzichtet, sie auszuüben. Deshalb würde ich einfach weitermachen wie bisher.